Also ich gehe seit dem 1.8.2020 auf die Straße und habe einmal eine Post aufgemacht, die meiner Meinung nach nicht rechtens gewesen ist. Da stand drin, ich soll einer Polizistin, die voll gepanzert ist, den Brustkorb blau geschlagen haben. Und daraufhin habe ich gesagt, die ganzen sind rechtswidrig und nicht richtig, weil sowas tue ich nicht. Und naja, das ist dann mir jetzt am 3. Oktober auf die Füße gefallen. Ich habe auf der Demo auf einem weißen Plakat von einer Baustelle, wo vorher schon Fuck Scheiß Deutschland drauf oder Drecks Deutschland drauf stand, habe ich halt oben drüber geschrieben, weil ich das total doof fand, Weltfrieden. Und dann stand die Polizei hinter mir. Ja, und dann haben sie meine Personalien festgestellt und wo sie die dann durch den Computer gejagt haben, haben sie halt festgestellt, dass es drei Haftbefehle für mich gibt und haben mich mitgenommen. Weil du halt seit diesem einen Brief die Briefe dann auch nicht mehr aufgemacht hast, ne? Nö. Nö, weil ich wusste, dass ich das nicht getan habe und dass das nicht richtig gewesen ist, dass die mich da irgendwie für was beschuldigen, was ich nicht getan habe. Und Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, und wenn er auch die Wahrheit spricht. ja, so sieht es aus. Und dann habe ich meine drei Haftbefehle vorgelesen gekriegt und bei dem einen musste ich so herzhaft lachen, weil alle Menschen, die mich kennen, lachen darüber auch herzhaft. Trunkenheit im Verkehr. Ups, Katja? Nein, niemals. Ich trinke keinen Alkohol. Also erste Lüge überführt und die anderen beiden Sachen. Was war das nochmal? Das eine ist gefährliche Körperverletzung. An wen steht da nicht bei? Da steht nämlich nur gefährliche Körperverletzung, aber an wen nicht? Und die ich ausgeübt haben soll, das kann ich nicht sagen. 21, 18.05. Ja. Und das Schreiben, was ich aufgemacht hatte, das war vom 25.10. vorm Kosmos, wo das passiert sein soll, dass ich der Polizistin den Brustkorb blau geschlagen habe. Und das war ja 20. Und da kam jetzt aber nichts mehr nach. Nee, da kam nichts nach. Oder ich Noch sage nicht. mal, ich weiß es nicht, weil ich ja meine Post nicht aufmache, weil ich ja rebelliere. Ne? Ich bin im Widerstand und bin der Meinung, dass das totaler Quatsch ist, was hier abläuft in Deutschland. Aber das sind wir ja alle der Meinung. Dann haben die dich mit in die Gesa genommen. Dann haben sie mich in eine Gesa mitgenommen und ich weiß noch nicht mal in welche, bis heute noch nicht. Keine Ahnung. Ich habe nichts gesehen, keine Aufschrift, was da in welcher Gesa ich gestanden habe. Und dann haben sie mich in die JVA nach Lichtenberg gebracht, in das Frauengefängnis. Das weiß ich. Aber vorher, keine Ahnung. Und wann haben die dich das erste Mal telefonieren lassen? In der JVA sogar erst. Also nachts, abends, nachts, so also. Irgendwann so gegen 21 Uhr. Und die Maßnahme hat, so wie ich gehört habe, von der Polizistin um 15:29 Uhr angefangen. Ne? Also 6 Stunden, wo du halt einfach erstmal weg warst. Ja, und ich habe fünfmal nachgefragt, ob ich telefonieren könnte. Ja, gleich, sage ich, ja, wann gleich? Ne? Und dann die in der JVA, die haben halt gesagt, ja klar, hier haben sie das Telefon, dürfen telefonieren. Ne? Und wie kamst du dann wieder raus? Ging das dann zügig oder gab es da auch Probleme? Ich hatte dann jemanden angerufen und habe ihm gesagt, so und so viel Geld ist es, Wollen wir was das sagen, wie viel die von dir wollen oder du gegeben hast? 10.060 Euro. Leute, das ist eine Hausnummer und ich bin total erbost darüber. Aber es ist zum Glück bezahlt worden erstmal. Ne? Aber wir wissen ja alle, wir leben nicht irgendwie von Hand in den Mund, müssen auch alle was dafür tun.
Ja, und dann war ich um 1.06 Uhr durfte ich dann nachts wieder gehen am nächsten Tag, morgens früh. So. Mhm. Mhm. Also ich sag nur so viel, von den Spenden konnten wir das leider nicht bezahlen, leider nicht möglich. Aber egal, wo das Geld jetzt herkam, du kannst sicherlich Geld gebrauchen. Ich habe im Nachhinein halt auch gehört, dass sie auch Armin Probleme gemacht haben. Er musste alle drei Posten einzeln bezahlen. Und er hatte halt nur große Scheine da. Und dann musste er nachts noch zum Späti fahren. Und Berlin hat zwar viele Spätis, aber wer kann große Scheine nachts wechseln? Mhm. Ne? Aber er hat es geschafft. Krass. Und in der Beziehung ist er echt mein Held. Ja, das ist Schikane gewesen, weil die wollten mich, glaube ich, gar nicht erstmal wieder rauslassen. Aber ich habe in der JVA gesessen und auf meinem Bett. Und dann ging das Gewitter draußen los, Leute. Das hat geblitzt, gedonnert, geregnet. Ich glaube, da war irgendjemand nicht mit einverstanden, dass ich da drin sitze. Ich glaube nicht an Gott, ihr Lieben, das wisst ihr. Aber da ist jemand, der das nicht für gut empfunden hat. Und es ist nicht das erste Mal, dass ich so eine Aktion erlebt habe. In einer anderen Lebensaktion war das genau das Gleiche. Da war auch jemand da oben nicht mit einverstanden, dass das so abläuft. Und deswegen auch gedonnert. Ja. Ich hätte, Ersatzfreiheitsstrafe, hätte ich das auch absitzen können, 295 Tage, also gute 9 Monate. Hm. Auf das Handy hätte ich verzichten können, aber auf meine Handarbeiten nicht. Und Handarbeiten darfst du im Gefängnis nicht. Nee? Nein. Darfst nichts stricken? Du darfst nicht stricken, du darfst nicht häkeln, du darfst nicht nähen, weil das Werkzeuge sind, wo man jemanden mit verletzen kann. Ach so. Mhm. Ja. Und daraufhin habe ich gesagt, dann bin ich doch froh, wieder draußen zu sein und häkeln zu können. Und auch dann häkeln zu können, wenn ich Bock drauf habe und nicht erst 9 Monate später. Also. Ja. Ja, sehr, sehr toll. Aber egal, wo das Geld jetzt hergekommen ist, wir können das sicher zum Ausgleichen, könnten mal wieder ein paar Euro in der Spendenkasse gebrauchen. Also auf freedomparade.de unter Unterstützung findet ihr die Bankverbindung. Ich mache es auch in die Beschreibung hier rein. Und ja, die Sache ist noch nicht vorbei. Nee. Es hat immer noch ein Nachspiel und ja, meine Berufung. Weil jetzt geht es erst richtig los. Du willst die Sache weiter verfolgen. Du möchtest da nicht Ruhe geben. Nein, auf gar keinen Fall, weil es Lüge ist. Weil es alles Lüge ist. Weil ich fahre nicht betrunken. Ich trinke keinen Alkohol, schon seit Jahrzehnten nicht. Ich sage immer, was ich in den letzten 20 Jahren an Alkohol getrunken habe, wenn es viel war, 2 Liter. In 20 Jahren. Das trinken manche Leute in einer Stunde. Entschuldigung, ist so. Ne? Hm. So, also. Nee, das ist Lüge und deswegen, und da werden sie drüber entlarvt, das sage ich euch. Und in meiner Berufung wegen aufwieglerischen Landfriedensbruch, da warte ich seit einem Jahr auf einen Termin und da kam jetzt nach einem Jahr ein Brief, dass jetzt so langsam der Termin anberaumt wird. Also da wird es auch demnächst eine Fortsetzung geben. Sehr schön. Ich hatte damals schon vor einem Jahr 1.000 Euro dafür gesammelt und die habe ich immer noch auf der hohen Kante beiseite gelegt. Also die sind da. Ich weiß nicht, ob das Ganze am Ende mehr kosten wird oder ob dann eventuell, wenn ich verlieren sollte, kommt ja noch die Strafe auch dazu. Aber schauen wir mal, ob wir die abwenden können. Aber auch da könnt ihr spenden, aber es ist jetzt nicht so wichtig. Viel wichtiger ist jetzt erstmal, 10.000 Euro mussten für Katja bezahlt werden. Wie gesagt, nicht vom Spendenkonto, das war nicht möglich, aber es war irgendwie möglich. Wir können immer Spenden gebrauchen. Macht Verwendungszweck Katja oder mit C bitte. Justiz für alle Fälle oder Katja mit C für Katja, würden wir uns sehr freuen. Für Frieden, Freiheit, Aufarbeitung sind wir nach wie vor auf der Straße. Jetzt gleich geht es zum Pädo-Kindergarten. Gleich um 17 Uhr öffnet hier der erste schwul-lesbische Kindergarten in Berlin.
Und ja, da werden wir mal vorbeischauen jetzt gleich, ne? Unter der Schirmherrschaft eines pädophilen Menschen. Ja, ich habe da mal recherchiert, dieser Pädophile, der hieß Rüdiger Lautmann und der, da gab es vor einem Jahr schon einen riesen Presseskandal, ja. Und der ist dann daraufhin auch zurückgetreten. Immerhin, aber trotzdem, er hat das Ding mitgegründet, ja, und genau. Und es wird auf das seine Konzept Beine ist das gleiche. Und das geht gar nicht. Ja, da werden wir gleich dabei sein. Vielleicht gibt es dann auch ein kleines Filmchen davon. Schauen wir mal. Lebensort Vielfalt. Hier eröffnet der neue Pädo-Schwulen-Kindergarten. Natürlich supported by Antifa. Ich habe gerade versucht, in den Kindergarten reinzukommen. Ich stand irgendwie nicht auf der Liste und dann kam die Polizei von hinten und hat mit den Einlassern geredet und irgendwie kam ich jetzt. Und irgendwie wollen die Herren jetzt nochmal was von mir. Gleich so viele hier. Wenn wir uns unterhalten, darf ich Sie vielleicht ganz... Jetzt geht die Fahne auf, ja. Ja. Oh, wie geht denn hier die Hymne? Ja. Jetzt wird die Fahne gehisst hier. Aber auf Halbmast, ja, das ist besser. Ja, nur Halbmast. Nein, nicht höher. Sie hängt sie hoch. Oh wei. Oh wei. So, ich frage mich, ob das der Rüdiger Lautmann ist. Sind Sie Rüdiger Lautmann? Sind Sie Herr Lautmann? Jetzt wird zurückgefilmt. Ich glaube, Sie sind Herr Lautmann. Da muss ich laut werden. Tut mir leid.